Servus miteinander. Kalle hier. So, jetzt gehen wir auf der Reise nach Ungarn. Ungarn war für mich natürlich wirklich ein Granatenland, ja. Ich habe coole Menschen kennengelernt, super Leute kennengelernt. Vor allem auch so, dass sie selber schlachten, dass sie ihr Zeug selber machen, ja. Lecho ist heute ein ganz großes Thema. Habe ich da lieben und kennengelernt. Das werden wir gleich hier drauf machen. Vorher haben wir jetzt einfach mal unseren Schweinebauch. Haben wir jetzt nur gesalzen, dass die Feuchtigkeit entzieht. Jetzt haben wir unser Gewürz hier. Das ist natürlich auf einer Basis von viel Paprika. Das ganze Ding hauen wir jetzt dann auf den Grill. Das bleibt dann so bei 45 Minuten bei 220 Grad drin. In der Zeit kann man dann das Lecho vorbereiten. Und das gibt es bei mir heute tatsächlich nur mit Lecho. Ich finde es eine coole Geschichte. Ich erinnere mich einfach so an Ungarn. An die netten Omis, die ich da kennenlernen durfte. Ja, und die mir dann so ihre Geheimrezepten beim Schlachten gezeigt haben. Was echt sehr lustig war für einen deutschen Metzger, auch mal in Ungarn zu schlachten. So, jetzt können wir das ganze Fleisch einfach nehmen. Hierbei. Ah, hört ihr den Sound? Es macht Spaß. So, jetzt haben wir Paprika aus Ungarn. Die habe ich tatsächlich aus Ungarn. Mein Freund Alex von der Stephans Farm hat mir die extra mitgebracht. Wir schneiden das jetzt kurz klein. Dann haben wir es gleich auf den Grill. Da gibt es den Schweinebauch dazu. Könnt ihr euch ein bisschen größer lassen, weil es verfällt ja ein bisschen auf dem Grill. Ne? Hier rot. Ich habe jetzt eine Sorte mit rein, die ist ein bisschen schärfer. Aber bei allem auf der ganzen Menge ist es dann so leicht mittelscharf und das finde ich ganz gut. Ja? Weil die Pusta ist ja schon ein bisschen scharf. Ungarn war echt eine tolle Begegnung. Wir haben wirklich tolle Leute kennengelernt. Die sind extrem gastfreundlich, super lieb. Und vor allem habe ich eine neue Mama da kennengelernt, die mir dann auch gezeigt hat, wie man typisch ungarische Wurst zubereitet, so Blutwurst auf ungarischem Stil. Es war der Knaller. Schuss Olivenöl. Wir machen ein bisschen Knoblauch dazu. Dann gehen wir hin, machen ein bisschen Zwiebel mit rein. Dann gehen wir hin. Das ganze Ding tun wir ein bisschen fabrizieren. Ihr denkt euch gerade, warum lacht der? Im Hintergrund hat mir so ein fleißiges Männchen gesagt, mach so. War leicht irritiert, was der von mir will. Der wollte, dass ich ein Loch reinmache. Also ich denke, der Kalle hat einen Dachschaden. Gut, hat er zwar, aber okay. Hier müsst ihr bitte aufpassen. Das gibt es in scharf und in nicht scharf. Scharf ist wirklich scharf. Ja? Das heißt, wenn einer nicht scharf verträgt. Eine lustige Geschichte. Ich war mal als Austausch in Bilisch-Würdeschwar. Das ist in der Nähe von Budapest. Und der kam dann damals auch zu uns natürlich. Und hat uns das dann mitgebracht. Und meine Mutter hat gemeint, geil, Mama Bolo. Ne? Das war lustig. Ich war 14. Hört man schon, wie es läuft. So resten wir jetzt alles ein bisschen ab. Wichtig, wieder würzen. Da könnt ihr auch ein bisschen mehr drauf machen, weil da ist wenig Salz drin an sich im Gewürz. Man sieht es auch hier wieder. Ja, sind immer Sprüche dabei. Pusta und Feuer, nicht so schwache Nerven. Heißt, da ist schon wirklich ein bisschen Bums mit drin. So, klassisch herzhaftes Gulasch, Fischsuppe, Lecho und. Und ihr seht auch hier, hier ist relativ wenig drin. Ja, wir haben ja Paprika, Knoblauch, Tomate, Pfeffer, Kümmel, Speisesalz, Zucker, Basilikum. Paprika zieht an.
passierte Tomate dazu. Jetzt lassen wir das ganze Ding für ca. 15 Minuten einköcheln. Und dann würde ich sagen, ist unser Lecho fertig. Und dann haben wir Spaß. Hallihallo. Ihr seht, langsam wird es dunkel, aber wir haben jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ja? So ein Schweinebauch braucht auch ein bisschen Zeit. Also nicht böse sein, wenn es jetzt dunkel ist. Wir schauen mal rein. Komm zu mir, Baby. Yeah. Ach, du heilige Maria. Schau dir mal das an. Ha? Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ja? Und jetzt gehen wir einfach hin. Hauen hier das Lecho mit drauf. Ich finde, es schaut super aus, es riecht super. Mir hat mal einmal gesagt, in Ungarn gibt es Lecho-Paprikas. Dann habe ich gegrinst und habe gesagt, ja, Paprika ist ja Paprika. Na, der hat recht gehabt. Sie verhält sich komplett anders, ist eine coole Geschichte. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir das aufschneiden. So. Wollt ihr es wirklich sehen? Geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß. Wammel Deluxe. Ihr hört es schon, wie das knackt. Das ist schon echt böse. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Schaut her. Wahnsinn. Innen wirklich noch zart. Ja, ich finde es der Oberknaller. So, wir brauchen natürlich wieder Liebe. Wir machen Liebe hier drauf. Ja. Wie hat mein alter Chef immer gesagt, ohne Grün geht gar nichts. In dem Sinne, schauen wir mal, hier haben wir, glaube ich, wo haben wir Ungarn. Russland, Japan, Kanada. Ja. Viel Spaß beim Nachgrillen. Habt Spaß beim Essen. Euer Kalle.